Und hier bin ich gestorben an diesem verblödeten Kampf, ey. Ich krieg die Krise. Komm vor. Ja, der ist auch. Das sind aber einfach. 10 Euro. Das sind aber einfach nur. Ich geb dir gleich deine 10 Euro, ey. Ja, danke. Wo sind sie? Freeze Power. Wieso bist du eigentlich so geizig? Warum willst du unbedingt 10 Euro haben? Das macht Dings sehr effektiven Schaden. Das mag ich ja schon. Ich will auch 10 Euro haben. Oh, das hängt gerade. Hättest du dich bei dieser Wette einschließen sollen. Ich möchte irgendwie den Knochen trocken loswerden, dann geh ich mir auf den Keks. Einfach ein paar Dautseier. So. Da machen wir Volleyball. Da machen wir einfach mal am besten. Verdammt. Da machen wir am besten mal alle zusammen den Dungeon noch zu Ende. Schreibt mir unten in den Kommentar Sachen. Oh, 200 Abonnenten Special. Was für Abonnenten Special? Fuck off. Yay! Komm, du schaffst das. Du schaffst das. Na, du Homo, du stirbst jetzt. Und wenn das letzte ist, du hast mich gerade getötet, jetzt ist die Revanche da. Endlich, ey. Die Rache. Die Rache der Sith. Ja, sozusagen. Darf ich dir mehr Schweinchen Energy geben? Was? Ich will dir mehr Schweinchen Energies geben. Mach doch. Wieso darf ich nicht? Du bist du. Sammel mehr Schweinchen. Das Meerschweinchen will auch nur ein bisschen aufgepusht sein. So, hier müssen wir weitergehen, hoffe ich mal. Und da ist ein Speicherbuch. Das sah jetzt voll cellmäßig aus. Schönen Dank, ja, meine Lieben. Ich bringe euch hier raus. Ja, macht das. Hey, Moment mal. Wer seid ihr, Leute? Was? Todberg? Sagt ihr eben, mein Name sei Todberg? Der ist tot. Todberg? Ein Toad aus dem Pilzkönigreich. Toad aus Prinzessin Peach. Der heißt Toad, weil er auch Toad Maschine. War. Au. Gierbrand. Zu viel Eis gegessen. Die Vergangenheit ist weh. Mir tut so schon der Kopf weh. Wie sehr ich mich auch anstrenge, ich kann mich nicht erinnern. Was machen die eigentlich? Die Stimme ist freaky. Ja, mir fällt keine andere Stimme ein. Warte, das stimmt nicht ganz. Eine Erinnerung ist noch da. Von Zeit zu Zeit kommt eine blasse Erinnerung zum Vorschein. Sie hat mich zu dieser Zeichnung inspiriert. Meiner Gedankenkunst. So schön. Und so verschmiert. Ich könnte es nicht besser malen. Allerdings habe ich keine Ahnung, was es darstellen soll. Ich weiß nur, dass mir der Anblick von Angst... Was? Vor Angst die Mütze vom Kopf haut. Was haben eigentlich Tots? Was haben eigentlich Tots unter der Mütze? Keine Ahnung. Ist das nicht. Warte, ist das nicht der Kopf von denen? Nee, weil Dings, Toadette hat ja Dings, pinke Haare unter der Mütze. Ja. Tja, dann haben Toads wohl was anderes. Eine Glatze. Wahrscheinlich. Wir werden mit Glatze geboren und sterben mit Glatze. Ich denke. Ich glaube, das ist der Grund für mein... Schatz unter ihrer Mütze. Das Jugendgold. Lasst es uns holen. Ich glaube, das ist der Grund für meinen Gedächtnisverlust. Ich ertrage die Erinnerung nicht. Oh. Juhu! Wir haben eine Zeichnung bekommen. Zwar nicht so schön wie meine, aber egal. Eines Tages bin ich im Dorf der Jochis aufgewacht. Und dann hat uns diese riesige Echse alle verschlungen. Was sind eigentlich die 5 Eier? Wie? Diese Eier? Meine Freunde, die Yoshis sind darin gefangen. Und alle Yoshis in Eiern werden vermutlich als Monster wiedergeboren. Yay! Monster! Ich muss mich beeilen und sie befreien, aber... Da ist dieses große böse Ding da hinten, das den Ausgang bewacht. Der muss das große böse Ding wohl töten. Was? Ihr wollt um dieses Ding kümmern? Ich frage mich gerade, ne, wenn ihr oben auf die Karte guckt, wenn ihr die erkennt. Mhm. Da seht ihr, dass der große Raum über dem Speicherbuch, rechts neben der Röhre, ist irgendwo mitten in seinem Magen. Wo kommen wir denn da raus?
Da soll doch der Ausgang sein. Passt schon. Das soll doch der Ausgang sein. Habt ihr noch alle Steine in der Mauer? Der Ausgang? Ja. Damit meint er wohl nicht den Hinterausgang. Nein, aber auch nicht den Vorder. Das sind doch hoffen. Jo. Es ist groß und böse und es riecht sehr seltsam. Ja, und Penis! Yay! Ich hab keine Ahnung, wie ich das jetzt gesagt habe, aber ich hab's einfach mal gesagt. Ja, Mann, so. Wer seid ihr Kerle nur? Blöde Angeber seid ihr. Wieso? Speicherbuch, denn jetzt kommt ein Bossfight. Oh, was soll ich? Let's get ready to... Ey, hat eben 1337 Münzen? 1577. Nein, ich meinte eben, bevor du gespeichert hast. Keine Ahnung. Wieso? Alle Lives jetzt weg? Ich heile mich lieber. So. Dann. Wer ist denn jetzt dabei? Ich halte mich da raus. So. Yay! So, wieder da war's, hab ich verpasst. Oh, okay. Wir sind zum Boss vorangekommen und. Achso, ja. Wir nehmen schon weiter auf. Er hat gesagt, hallo Leute, wir. Oh. Ja, das. Finger weg von diesen Eiern. Lass sie einfach in Frieden. Ich weiß gar nicht mal, wie der Boss geht. Verzeiht die Störung. Ich wollte nur sehen, ob ich helfen kann. Schrubs sind Dings, sind Fusionen. Fusionen zwischen richtigen Lebewesen, die es gibt, und ja, lila Mischung. Backmischung sozusagen. Definitiv. So. Und das weiß ich nicht, was das darstellen soll. Vielleicht ich glaube, das ist einer dieser mutierten Yoshis, die, keine Ahnung, der die anderen mutierten Yoshis bewacht. Der wirft Eier. Ja. Was? Boah, eiskalt. Oh, Baby Bowser! Okay. Ey, Maulschnauze, ja, du! Lieg hier nicht rum, hol mich raus! Nö. Nö. Was weit? Ich weiß aber nicht mal, wie der geht. Ich würde sagen, erst die Eier. Das stimmt, das ich weiß es wieder, ich weiß es wieder. Aber ich muss mich erstmal wieder an diese Steuerung gewöhnen. Wir müssen erstmal die Eier loswerden. Sagte ich doch eben. Yoshi! Und dann kommt nämlich da oben eine Kugel. Super, Internetverbindung kackt bei mir wieder ab. Ein Stein. Was? Das Eis ist nicht kaputt gegangen! Was? Kommt vor. Neue Eier! Wow! Ich geht wieder mal in Internetverbindung. Gott sei Dank. Das muss aber kaputt gehen. Geht doch. So. Yoshi befreit! Yay! Wenn alle Yoshis befreit sind, geht's eine Knuddelrunde. Ja, dann schmeißt du ja diesen Fels runter. Ich glaube 4 oder 5 Stück. Weißt du, jetzt mal ganz realistisch, guck dir die Felsen an, ne? Wie er da schon kippelt. Ja, allein schon beim über Mario. Yoshi, ne? Ja, das auch, aber technisch sowieso beim ersten Yoshi. Der erste Yoshi könnte ihn gar nicht dahin geschleppt haben. Und wenn der Fels da schon so gewesen wäre, würde ich ihn nur einmal anpusten und runtergeknallt. Ja, klar. Also Realismus bitte. Das ist ein Spiel, das muss ich real. Das ist Mario. Das ist nicht realistisch. Das ist Mario, Mario. Ah, okay. Mario ist nie realistisch. Warum greife ich eigentlich das Monster an? Oh, fail. Ups. Das war wirklich fail. Das Lustige ist, das Ding heißt Dotterling. Was soll ein Dotterling sein? Warum krieg ich das nicht hin? Ich würde mal sagen, ein Dotterling ist... Mit Eiern. Wie du hier die ganze Zeit nur am Failen bist. Ja, ich weiß. Komm, schmeiß runter, du... Ja, sprich nicht aus. Oh ja, warum kann ich die nicht befreien, wenn ich auf die Eier springe? Da hinten ist noch ein Ei. Weil das zu einfach wäre. Weil du zu underlevel bist. Was heißt hier underlevel? Komm, 5 wird reichen. Hip hip hurra! Yay! So. Au. Jetzt. Das tat weh. Und da. Was ist das? Und under. Okay, ohne große Umschweife.
Items. Kanonengeballer auf die Fresse. In your face, bitch! Okay, ich hab hier einen. Aber jetzt sind wir den weißen Wald! Ja, 118, geht doch. Oh. Licht aus! Mario wird angegriffen. Richtig. Ja, das Prinzip habe ich schon verstanden eigentlich, Herr Wix. Hoffe ich. So, wer ist da müde? Der weiße Wal tötet ihn! Ich bin noch kurz müde. Ja, 97 Schaden. Wenigstens machen wir Schaden. Und solange der Spaß hier nicht aufsteht, ist alles gut. Und solange bin ich... steht auch nie wieder auf. Der steht wieder auf, das weiß ich. Aber nach Zeiten nur. Tja. Verdammt. Ich hab Mario falsch gedrückt. Ach, trotzdem 97, hallo? Das war 5... Oh, Ja, da ist er wieder am Stehen. Ach, super. Ja, und da oben ist kein Stein mehr, oder? Doch, doch, der Stein kommt wieder aus irgendeinem Grund. Oh nein, der hat sich 9 KP geheilt, der Schweinehund. Oh, sehr schlimm. Egal, solange wir keine Fehler machen und die Yoshis befreien. Na guck, hier, der allein kann den auch schon hochschieben. Der... Ja! Wo ist die Logik? Es gibt... Weil wir KP wieder haben. Ja, genau. So. Ich spring natürlich mit dem Falschen. Also irgendwie fehlt da voll so, und ganz ein Yoshi kann es hochheben, aber man braucht noch mal 5 weitere, um... 4 weitere? 4 weitere, um den da umzuwerfen, also irgendwie unlogisch. Ja, eigentlich ja, ne? Okay, weil kein Eier da sind. Das hier? Zu früh, verdammt. Umbeer. Du hast ihm 3 Schaden gemacht. Ja, der ist geschützt. Der ist geschützt. Was soll ich machen? Ich kann nur diese Art von Schaden machen. Und Reach macht sogar nur 2 Schaden. Er macht 2 Schaden. Er springt nur rum. Komm, Eier. Danke. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ja, jetzt wirft die auch wieder rum. Das ist doch... Eier. Eier. Deutschland braucht neue Eier. Ja, genau. Wer hat sich genannt? Ey, Alter, komm. Wer hat sich genannt? Sein. Wie kann man seinen Skype-Namen www.youtube.de/user/not-to-fire nennen? Das ist jetzt Leichtwerbung machen. Ja, genau. Ich steig nein, das ist mir zu riskant. Luigi kriegt das eigentlich auf, ist das Problem. Deswegen müssen wir versuchen, das so aufzumachen. Verdammt. Nur gerissen. Yay, neue Eier! Hey, neue Eier! Finde die zweite. Oh, nein, wir haben nicht das kaputte Ei! Mann! Ja, wirf doch alle Eier, komm! Tja. Wieso gibt es im Magen eigentlich einen Lichtschalter? So nebenbei. Wieso gibt es im Magen eigentlich sowas? Keine Ahnung. Ja, ich mach auch mal so ein Spiel. Hui, naja, ja. Wie weißt du, es kann gibt man so viel Mann so viel anstellen, ohne dass der kotzt? Ey, allein schon die Tatsache, ey komm, es gibt so viel unlogische Sachen. Zum Beispiel, wie kannst du einfach eine Kanone aus deiner Tasche holen, die auf einmal... Pff. Kann doch jeder, ich habe auch eine Pistole in meiner Tasche. Oh, scheiße, meine Stimme. Ja. Oh, scheiße. Kotz nochmal. Ich kratze ab. Ja. Ja, ich kratze auch. So, noch ein Yoshi. Ein einziger Yoshi müsst ihr sein. Was? Ich hab zugeschlagen. Ich hab losgelassen. Ich muss mich heilen. Ja, super. Ich kann mich nicht heilen. Doch, kann ich. Sag mal, kannst du nicht die ganzen Eier... Ja, meine ich ja. Nein, mit dem Pilz. Aber mit so einem Item alle auf einmal kaputt machen? Kann ich schon, aber das lohnt sich irgendwie nicht ganz. Warum soll ich jetzt... Doch, das nein, warum soll ich jetzt... Sehr lohnt. Warum soll ich jetzt alle Eier kaputt machen, wenn ich nur einen brauche? Das ist den falschen genommen. Ja, okay, jetzt lohnt es sich nicht, aber sonst meine ich. Ja, weil es... Oh, scheiße. Weil es nur Attacken gibt... Genau deshalb musst du alle kaputt machen. Weil es nur Attacken gibt, die machen Dings, greifen entweder ganz alle an, also auch den Endboss, also den Boss hier,
Ola, ja. Luigi, Uhu Attack. Oh yeah, you are under attack. Oh, nochmal? Warum auch immer? Boah. Ich finde, das sieht man ganz gut mit den Buhus. Ja klar sieht man das. So, angreifen, das ist die Devise. Sturmfaust, ja, die Kanone wird natürlich größer und boom. Wer schießt die Kanone denn überhaupt ab? Und auf einmal verschwindet sie. Was hast du hier falsch gedrückt? Ich habe alles richtig gedrückt. Ich weiß es, weil ich es gedrückt habe. Alles richtig gedrückt, das hätte voll Schaden gemacht. So. Y. Verdammt. Ich habe ich falsch gedrückt. Das weiß ich jetzt. Vielleicht zweimal aus. Was ist das für eine Stahlkette? Hä? Was war das denn jetzt? Das habe ich jetzt nicht begriffen. Es war eine Stahlkette, würde ich mal sagen. Ich verstehe es nicht. Manchmal reagieren die Tasten jetzt gerade einfach nicht. Wie gesagt, wenn ich Bildschirmübertragung mache, alles auf die Tasten. Hängt das auch ein bisschen mehr. Schieb alles auf die Tasten. Ja, jetzt hier, hau alles kaputt, alle Eier kaputt. Okay. Also deswegen, da greift auch der Endboss gleichzeitig mit an, also von daher. Ist doch gut. Feuer! Ich meine, Eis! Und jetzt? Und gleich nochmal! Direkt nochmal Eis! Feuer oder Eis? Mach mal Feuer. Also Eis hat schon... Also Feuer? Ja, mal gucken, es hat mehr Schaden gemacht, ne? Feuer! Ich hab nicht so viel Feuer! Du hast 26 Feuer und nur 5 Eis! Ist mir scheißegal! 26! Okay, 25! Feu, los! Pata, feu, alles kaputt machen! Feu! Ja, nur 2 sind rausgekommen! Warum? Okay, das war jetzt realistischer, dass 2 das kaputt gemacht haben. Ja, lass die Eier doch liegen! Schub. Lass die Eier doch einfach liegen! Hallo, das ist ein Boss, der ist nicht so nett. Ja. Aber hey, ihr meint, zwei da. So, dass wir rauskommen. Gut. Und den anderen fahre ich jetzt mit Luigi. So. Du gehst ihm auf die Eier. Ja, danke. Okay. Neue Eier, hip hip hurra! Ich hab Bock auf Bacon. So, Mario. Ich hab Bock auf Bacon. Juhu! Endlich! Kaputt. Und jetzt kann er wieder Damage machen und so. So. Swing! Das sieht so stumpf aus. Was ist das für eine scheiß Stahlkette, spring! Ja, ich bin gesprungen. Das. Nur ich hab's. Ja, ein bisschen zu spät. Oder früher gesagt. Dann taucht so ein Portal unter dir auf und ja. Das habe ich auch schon gemerkt. Rückwärts. Oh yeah. Ich drücke das Richtige. Du kannst dich mal. Achso, es besiegt ja, okay. Okay, gut. Und dann geht ja ich drücke das Richtige. Ich drücke das Richtige. Yeah, happy Yoshi's Free. Alle, hip hip hurra, kriegen wir Level ab? Ja, kriegen wir! Nein, du nicht. Was soll ich skillen? Ich würde sagen, Geschwindigkeit. Was wollt ihr mit eurem scheiß Geschwindigkeitsmod? Skillbart! Skillbart! Was denn nun? Bart, danke. Bart. Wer sagt die ganze Zeit Bart? Bart. Ich sag immer Skillbart, weil Bart cool also ist. Also Bart. Macht durch Bart.
Ja. Oh yeah. Schon wieder nur 5 anstatt 4 Sechsen gab, oder? Hier skillst du auch Bart. Jetzt skillst du Geschwindigkeit. 8 durch Bart. Geschwindigkeit. Hurra, 6. Macht durch Bart. Endlich haben wir diesen blöden Boss hinter uns. Alter. Endlich. Er hat wirklich Bart geskillt, oh mein Gott. Niemand Bart skillt. So Leute, was soll das für ein Loch darstellen? Keine Ahnung. Das... Oh yeah! Mein Jesus, wenn wir in dieses Loch springen, sind wir sicher in Freiheit. Ich spring da sicherlich nicht rein. Der ja, dafür sind die da. Super. Okay, Vielleicht ist ja... Wo führt dieser Arschloch hin? Ich würde mal sagen, du springst jetzt auch rein. Ich will nicht ins Arschloch springen. Nein! Doch, du musst in den Hinterausgang gehen. Jetzt spring in seinen Arsch da. Das ist jetzt mal ein richtiger Dickdamm. Ja. Das ist jetzt ohne... Das ist jetzt einfach ohne Worte. Pfui, Ivy. Oh ja, jetzt auch wieder. Ist das eigentlich so ein Dino-Yoshi oder soll das sein? Das ist ein mutierter Yoshi. Also wenn man klein ist, dann macht man schon, dass es ein Spiel ist, aber wenn man erwachsener ist, naja. Also einfach nur ein mutierter Yoshi. Pfui, Ivy. Da ist uns ja eine spektakuläre Flucht gelungen, nicht wahr? Das ist eine Scheißflucht gewesen, ey. Ich bin einfach cool. Das war auch bei Essen. Ein abenteuerliches Entkommen. Aus dem massiven pinken Horror. Was ist los mit dem? Mund zu Kacke wird kalt. Der wird wieder klein oder was? Keine Ahnung. Diese gigantische Monstrosität oder irgendwie so bewegt sich gar nicht mehr. Ich nehme an, dass die Eier diesen großen Vielfass mit Energie versorgt haben. Ja, so muss es wohl sein. Ja, wir bringen Leute um. Schnell, ins Dorf damit! Ja, komm, laber mich nicht zu. Komm schon, alle zusammen. Wieso können die sich bewegen? Weil das Mario-Logik ist. Ich schlage vor, wir kehren ins Dorf zurück und sehen dort nach dem Rechten. Ja, okay, das machen wir noch, oder? Man sollte nicht langsam mal Part-Schnitt machen, hallo? Ja, 22. Ach was. Ich habe schon länger aufgenommen. Obwohl, hier ist Speicherbuch, okay. Er kann auch wenigstens schneiden, wenn er es über 30 Minuten macht. Genau. Und vor allem haben wir jetzt den Dungeon beendet. Ich würde sagen, wir speichern hier. Damit ich, wenn ich das nächste Mal sterbe, nicht nochmal hier den ganzen Dungeon machen muss. Und ich würde sagen, danke fürs dabei sein, ne? Wollt ihr noch irgendwas sagen? Kein Problem. Abonniert Misty 10961. Naja, obwohl, nein, abonniert Nightmares LP sonst. Oh. Mach weiter so, dein LP. Ich hab erst gerade gedacht. Ich denke, ich dein Abonnenten-Special. Also, ich bin jetzt nicht so abonnentengeil. Ich hab's nötig, ja. War das nicht, denke ich, dein Abonnenten-Special schon, ne? Es war kein Abonnenten-Special, einfach so ein Aufnahmespecial. Aus Spaß. Oh, okay. Mit den besten Kollegen, die ich kenne, die alle wollten. Yeah. Warte, was? Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß mit Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ja. Das waren jetzt zwei Stunden. Hat das auch Spaß gemacht. Das waren jetzt 2 Stunden und davon haben wir vielleicht nur ein paar Minuten aufgenommen. Ja, muss ich auch mal sagen. Aber ich danke auf jeden Fall fürs dabei sein. Und wer weiß, wann wieder so ein Special kommt, das sehen wir aber erst das nächste Mal. Du kommst jetzt nicht mit diesem Masalabis, Alter, nein. Nein. Ja. Was soll das heißen? Ich schmeiß dich raus, ne? So, Leute, ich danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Mag es nicht. Mag es nicht, aber... Nein. Aus. Nein. Böser Madri. Nein, mach's nicht. Mach es nicht. Bitte nicht. Nicht. Was soll er wissen, Baby? So, ich wurde deinen Spruch geklaut. Jetzt kannst du ihn nicht mehr erbringen. Der ist patentiert. Copyright. Sarah, jetzt musst du Copyright bezahlen. Ja. So Leute, bis zum nächsten Mal und Masa la Vista. Ich dachte, du hast...